Ja, hallo, danke wieder fürs Einschalten. Heute möchte ich mal drei Möglichkeiten zeigen, wie man Videos schneidet. Das heißt, ja, beschneidet, auch wenn sie es blöd anhört, zerschneidet, teilt oder etwas ausschneidet, also herausschneidet, um es eben zu entfernen. Ich habe einfach mal irgendein Video eingefügt. Hier, das ist das, was ich schon selber mal gemacht hatte in meinem Kanal. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Und da gibt es eben zwei Werkzeuge. Das ist die Rasierklinge hier, in Teile zerlegen und Fragmente ausschneiden. In Teile zerlegen heißt also nichts anderes, als dass ich an die jeweilige Stelle eben heranfahre, wo ich es eben zerteilen möchte. Jetzt klicke ich hier drauf und jetzt sehe ich, es lädt ein paar Sekunden. Wie es eben hier sieht man es ja, ich kann das jetzt hier anfassen, wie es hier jetzt eben zerteilt ist. Das heißt, es sind tatsächlich zwei Teile geworden. Also einfach nur durchtrennen, fertig ist. Ihr habt ja gesehen, dass es beides markiert war. Wenn man dann natürlich versucht, ach, ich schiebe das jetzt weg, es schiebt ja beides weg, warum hat das nicht funktioniert? Es hat funktioniert. Einfach mal ins Leere klicken, nochmal neu anklicken oder Escape drücken, um einfach die Markierung von beiden Teilen aufheben. Sonst ja, kann das zu Missverständnissen führen. Und jetzt gibt es noch dieses Menü. Das heißt Fragment ausschneiden, Trim starten, Trim Ende. Trim starten heißt ganz einfach, wenn ich jetzt mal hier drücke, wieder bei meinem Cursor. Auch hier wird einfach nur geteilt, aber das alles, was vorm Cursor ist, wird ganz einfach weggelassen, fällt weg. Und umgekehrt ist es natürlich hier, Trim Ende. Hier fällt natürlich das Ende dann vom Video weg. Also natürlich von dem ersten Video. Es waren jetzt zwei Videos, die ich geschnitten hatte. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, ich markiere mir einen bestimmten Teil. Das heißt, ich hole mir mal diesen Cursor hier ran. Und sage jetzt, ich möchte, also im Prinzip das, was jetzt hier grau markiert ist, kann ich jetzt herausschneiden, dass es eben wegfällt. Und das funktioniert dann eben wieder über diese Schere und dann Fragment ausschneiden. Und jetzt fällt im Prinzip das hier zwischendrin weg. Ist tatsächlich auch weggefallen, auch wenn man es jetzt nicht sieht. Ist halt jetzt die gleiche Vorschau überall, weil es ein stehendes Bild ist. Also quasi, hier kann ich einen Teil herausschneiden, hier kann ich am Anfang das wegschneiden, wie man es auch auf dem Bild sieht. Hier kann ich am Ende das wegschneiden. Okay. Ich lösche mal das Video, füge mir ein neues hinzu. Oder ich füge nochmal das gleiche hinzu, nochmal als ganzes Video. Und dann zeige ich mal die dritte Möglichkeit. Und zwar kann man mit Rechtsklick drauf gehen oder eben hier und kann dann auf Schneiden und Teilen. Ja, und hier im Prinzip wieder das gleiche Prinzip beim Exportieren. Das heißt, hier kann man hier ganz einfach mal die Vorschau machen. Das heißt, sich das mal anschauen. Wenn man sagt, okay, hier möchte ich was wegschneiden, dann mache ich das hier wieder über diese Markierung und das fällt dann tatsächlich alles weg. Einfach entfernen drücken und weg ist eben der Teil. So, wenn ich sage, so, okay, je nachdem und dann ist es eben weg. Ganz einfach. Also ich kann aus allen Teilen, wie ich das will, einfach was rausschneiden mit der Entfernen-Taste. Dann gehe ich aber auf Änderung geltend machen. Nochmal mit Ja bestätigen. Und schon sieht man, was hier alles weggefallen ist. Und das ist eigentlich das Grundprinzip. Also wirklich, ja, was viel YouTube-Videos macht oder einfache Zusammenschnitte. Auch dafür ist dieser Editor
geeignet, weil man eben auch alles machen kann. Zusammenfügen, schneiden. Und man braucht eben nur dieses eine Programm dann. Also wirklich intuitiv gemacht und ja, einfach und verständlich. So. Dann danke erstmal fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal.